Oh, streicheln. Oh, yes. Kommt nicht ran. Dahin. Hier abgesetzt werden. Finally. Hierhin rutschen. Winka, Winka, Winka. Yes, streicheln. Willkommen zurück zu Commentary, dem einzigen Ort, wo eure Ari Spiele kommentiert. Mehr von mir findet ihr unter @videogamegirl auf YouTube und wir legen dann mal los. So, und da sind wir auch schon wieder. Oh, Meilenstein. Oh, sie hat sich aufgesetzt. Yay, sie sitzt. Endlich! Wir haben es schon dreimal geschafft oder so. Ari hat gelernt, sich hinzusetzen. Sie kann jetzt die Möglichkeiten des Lebens weiter erkunden. Wähle Stehen üben, um deine Beinmuskeln zu trainieren. Benutze den Hochstuhl zum ersten Mal, um Babynahrung zu probieren. Oder rutsche herum, um die Umgebung zu erforschen. Mit einem neuen Blick auf die Welt kann Ari neuen Spaß erleben. Zapple zur Musik herum. Oh, und spiele im Puppenhaus. Oh, Stapelblöcke. Oh, yes! Ich kann alles machen. Okay, erstmal habe ich Hunger. Setz mich bitte hier rein. Pass auf, das macht der Pepe. Oh. Okay, warte. Ich will... Gibt's Erdbeergeschmack? Nein. Schon mal ein Loss, aber gut, wir nehmen mal Möhre. Jetzt wird's endlich wieder interessant, jetzt wo wir die Meilensteine weitermachen können. Laufen gleich mal dem Opa hinterher. Oh, da ist eine Katze. Yes, ich kann dann auch wahrscheinlich mit den Katzen so ein bisschen mehr interagieren. Schwupp. Meilenstein. No? Ach komm schon, Opa, du hast es mehrmals schon gemacht. Schätze, wir mögen den Karotten. Oh, das sieht aber nicht gut aus, Sunny. Siehst krank aus. Wie Sunny gerade kurz in die Kamera geguckt hat. Oh, sie geht, sobald meine Mutter kommt. Oh Mann. Das war ein Statement, Sunny. Oh, sie hat am Daumen genuckelt. Haben wir was bekommen? Tatsache. Ari ist nicht sicher, was Möhrenstampf angeht. Vielleicht muss dieses Essen noch weiter erforscht werden. Erstes Essen freigeschaltet. Yay. Da sie nun etwas Neues gekostet hat, kannst du den Hochstuhl benutzen, um herauszufinden, was ihre Geschmacksnerven verzückt. Okay, dann essen wir noch was anderes. Wie wäre es mit Mama? Und dann probieren wir mal Apfelmus. Das ist süß. Oh. Okay. Das ist eklig. Gut, dass Papa gerade nicht da ist. Der hat ja den Trade zimperlich. Was ist das Problem? Falsche Verdächtigung? Ah, oh, es hat ihr nicht geschmeckt. Ja, weißt du was? Wir halten hier einfach mal ein Nickerchen diesmal. Ich schlafe mit offenen Augen. Auch nicht schlecht. Aber es zählt. Ah. Achso, Geräusche haben sie direkt geweckt. Oh, streicheln! Oh, yes! Kommt nicht ran. Will jemand helfen? Ich will runter.
dahin. Hier abgesetzt werden. Yes, yes, yes. Finally. Hier hinrutschen. Winker, Winker, Winker. Yes, streicheln. Das ist so funny. Sonny! Jetzt rutscht die da so im Kreis rum. Was macht Sonny denn jetzt mit mir? Oh, stehen üben, laufen üben. Oh. Okay, never mind. Lass mich runter. Ich will mal Dami streicheln. Och, Sunny, Mensch. Gib's doch nicht. Oh. Oh. It happened. Mehr streicheln. Alter, warum pupsen die jetzt alle hier rum? Egal, ich streiche die Katze, das ist alles, worauf es zählt. Und vor allen Dingen auch noch die Katze, die eigentlich andere Leute nicht so mag. Voll süß. Gibt's dafür auch meinen Stein? Wahrscheinlich nicht. Erstmal gelächelt, gurren gelernt, lachen gelernt, brabbeln. Hinsetzen gelernt. Erste Babynahrung. Ach, die erste Babynahrung von Ari war Möhrenstampf. Oh, das steht da sogar, ist ja süß. Ach, da steht sogar, mit wem man was gelernt hat manchmal. Ist ja echt niedlich. Was kann ich jetzt noch so? Bauchzeit verbringen? Rumtollen? Ja, dann mach doch einfach mal ein Nickerchen nochmal. Obwohl, weißt du was? Eigentlich wäre es besser, hierhin zu rutschen, zu weit weg war. Okay, wie wäre es mit hierhin getragen werden von Oma? Die ist gerade da. Ach, die wollte gerade was machen. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Oma. Aber ich bin müde. Ich höre jemanden kochen, das ist bestimmt der Opa. Och Mensch, jetzt fangst du dich auch noch an, Oma. Sag mal. Ist irgendwie gerade voll die Epidemie, dass dir ständig... Ich will schlafen! Na gut, Essen ist okay. Essen ist okay. So, jetzt lass mich mal bitte runter. Ja, das war disgusting. Dafür habe ich kein Achievement bekommen. Dass ich mich so ein bisschen übergeben habe bei der Schulter von meiner Tante. Ach Mensch. Sie hat's verdient. Schlafen. Ach, schon wieder. Es ist kein Nickerchen, wenn ich mich nicht in Schlaf weine. Meanwhile. Oh mein Gott, kann jemand mal sich um die Küche kümmern? Was zur Hölle? Ah, oh, der Papa ist schon wieder krank, das gibt's doch nicht. Okay. Dude, Opa! Opa hat gerade unser Spielzeug zerstört. Was zur Hölle? Und Papa hat nicht mal was gemacht. Fehl, was ist nochmal, Opa? Im Ernst jetzt? Im Ernst jetzt? Was seid ihr für Großeltern? Eventually. Ach nö, ich stinke. Ich bin stinkend aufgewacht. Die Oma hat gerade Zeit. Auch ein Bad. So, jetzt will ich mal wissen, das Wasser ist weiß. Durchsichtig. Ob es dann später braun wird?
Was machst du hier, Opa? Ja, natürlich stinkt's hier. Ich werd grad gewaschen, was willst denn du? So, und ich will jetzt nochmal den Möhrensaft probieren. Möhrensaft. Sieht nicht gut aus. Oder? Doch, okay. Ja, aber ich habe immer noch Hunger. Wie wär's mit, was wäre noch was, was mir schmecken würde? Hummus, Kürbispüree, Eis, Eis. Gib mir Eis. Natürlich liebe ich Eis. Kann ich auch richtig essen oder immer nur probieren? Okay, anscheinend esse ich das jetzt auch richtig. Okay, aber ich habe doch Hunger. Warum lehne ich Essen ab? Ist das wirklich Sinn? Ich will noch mehr essen. Keine Ahnung, warum ich Nein gesagt habe. Okay, well, I guess. Just put me in my room. Just bring me here, please. So, und weißt du, was wir jetzt machen? Wir probieren das Ding aus. Kannst du doch selber hinrutschen, oder? Außer für die Mama. Das ist süß. So, jetzt will ich nochmal die Katze streicheln. Oh, einfach weggeschworen. Okay, dann streich ich mir halt die andere Katze, aber das. Minka. Minka? Auch außer Reichweite. Oder kommt die jetzt wieder rein? Oh, die kommen wieder rein. Oh, Minka. Oh, das ist süß. Oh, Katzenfreundin. Das ist knuffig. Kann ich neben Minka schlafen? Nein, ich will neben Minka schlafen. Neben Minka schlafen. Oh, mein Mann.
Ich kann auch hier Bauchzeit verbringen. Aber ich sollte wahrscheinlich lieber in die Haie gehen. Ja, ich glaube erstmal Haie wäre gut. Oh, sie hat sich hingesetzt. Du sollst aber schlafen, du. Boah, das wird anstrengend, das alles zu lernen. Ist echt anstrengend, ein Mensch zu sein. Erinnert man sich gar nicht mehr, wa? Oh, wie schnell sie einfach rausgenockt war. Okay. Wir sehen uns, wenn sie wieder aufwacht. So, wir haben einen neuen Meilenstein erreicht. Und zwar haben wir nämlich durch die Nacht durchgeschlafen. Keiner hat es für möglich gehalten, aber Ari hat tatsächlich die ganze Nacht durchgeschlafen. Kein Gejammer, kein Geschrei und sonstige Unterbrechung. Einfach nur Ruhe und Frieden. Und vielleicht ein bisschen Geschnarche. Tja, das war dann der nächste Meilenstein. Und in ein paar Minuten, na vielleicht einer Stunde oder so, in-game, oh Gott, wir haben einen total schlechten Schlafrhythmus, sind wir dann auch wieder wach und lernen weiter, I guess.